Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. Wir haben jetzt gerade den Pier Dead da getötet, den Boss, und sind jetzt wieder durch in die Zisterne reingekommen. Also wir starten direkt hier wieder weiter. So. Bin aufgeregt. Hier weitergeht. Also wir waren ja schon mal in der Zisterne, Alex von der anderen Seite. Wenn man guckt, fehlt uns ja ein ganz schönes Stück von der Zisterne eigentlich. Das werden wir jetzt einfach mal erforschen. Oh. Ah. Armbein. Ich lese jetzt mal nicht das alles von den Leuten da durch, das, aber wäre jetzt auch nur Sachen, die wir sammeln, die wir nachher in dieses Lager da bringen können, wollte ich gerade sagen. So, also es gibt zwei Wege. Wir gehen erstmal oben rum. Oder nee, wir gehen erstmal unten rum. Macht vielleicht mehr Sinn, denn vielleicht ist es unten ja nicht ganz so weit. Kann ich da wieder zurückgehen oder nach oben gehen? Ach, okay. Gut für uns. Kriegen wir ein bisschen Leben. Geil. Ist das schon mal gut für uns? Irgendwas? Nee. Gut. Gut, dass wir unten rumgegangen sind, mal wieder. So. Jetzt können wir uns hier ins Wagen. Okay, da ist ein Baby. So. Jetzt hoch. Oh, es geht ja noch rechts. Rechts hier. Schwört die wahrscheinlich immer wieder rauf. Dann muss man die killen. Die Zisterne ist groß, wie man sieht. Nichts. Oh. Ah, die sind fies. Schnell, habt ihr gesehen, wie schnell das runterkommt? Fies. Alter, wie viele hat die denn hier? Mann! Komm ich da nicht ran? Ne, komm ich echt nicht ran. Ah, komm schon. Ein Hebel. Hebel sind ja immer gut. Aha, dann landen wir hier. Okay, okay, gut zu wissen. Aber müssen wir jetzt da nicht hin. Aber gut zu wissen, dass wir hier landen. Kleinen Weg freigeschaltet sozusagen. Hui! So. Noch einen höher.
guck mal da. So. Aufmachen. Kannst du aufmachen. Was ist da drin? Leeres Gallegefäß. Ah, noch ein Gallegefäß. Okay. Oh, nein, du hast trinken hier. Oh nein! So. Okay. Hier sind aber zwei geile Gefäße. Vielleicht können wir die ja doppelt auffüllen. Sind wir hier schon drin? Ne, gehen wir hier rein. Warte mal, noch ein Weg? Ne, gehen wir hier rein. Okay, okay. Gift kannst du ja nichts mehr anhaben. Ich muss jetzt erstmal die Mutti finden, ne? Oh, nein, das war dumm. Da unten ist die Mutti, da unten stand die Mutti, habe ich gesehen. Hm. Muss doch auch wieder was runter, ne? Aber wie lange es denn braucht? Oh. Ah nein. Das ist hart. Fies. Nicht hart, aber fies. Wann? Schon wieder macht das. Okay. Da ist noch ein rotes Ding, da kann man also auch nochmal links gehen. Gut zu wissen. Ah. Oh nein. Wie komme ich nicht ran? Wie kommt man denn da hoch? Gibt es denn irgendwas, wo man später höher springen kann? Vielleicht. Ja, okay, vielleicht gibt es da sowas. Hier kommt man lieber nicht weiter, aber da ist eine fette Truhe. Kann ich da was hinsetzen? Nee, kann ich nicht. Aber da muss man Kopf behalten, dass da noch irgendwie eine fette Truhe ist. Oh, genau drauf gesprungen. Ah, ich spring ja genau rein. Bam. Oder wo hinkommen? Ach. Dann sind wir hier. Nicht verkehrt. Müssen wir jetzt nicht hin. Aber es ist natürlich gut zu wissen, dass es hier ist. Clever, clever. Nein, ich renne hier auch rein. Habt ihr gesehen? Wie behindert ich bin? Genau da reingesprungen. Dumm.
Oh nein. Oh. Ja, das ist schon gar nicht so leicht. Wenigen Leben hier auszukommen. Okay, jetzt ist haben wir die Verbindung zur Zisterne. Seht ihr das? Da waren wir schon mal. Und zumindest. Noch gar nicht. Das mache ich jedes Mal getroffen werde hier. Da geht's runter. Ah, da kam noch so ein Krabbelding, habt ihr das gesehen? Ich hab's gar nicht gesehen, also gar nicht ganz zum Schluss gesehen. Komm schon. Lass mal da rein. Lustig. Uns kann natürlich dieses ganze Kram nichts mehr anhaben. Da können wir auch nicht rein. Hat, kann man natürlich nicht sehen. Schade. Was hat er bewegt? Wir können nicht sehen, was er bewegt hat. Schade eigentlich. Gut zu wissen. Aber da oben ist doch was. Der hat wahrscheinlich dieses Ding aufgemacht hier oben, ne? Ja, genau. Die Tür. Reinkam. Perfekt. Schwarzer Trauerschleier. Nehmen wir an. Warte zu, dass sich trotz seines Alters seinen heiligen Griff bewahrt hat. Eines von drei Relikten einer unvollen Zeremonie. Die Wunden eines Gebrochenen versprechen, dass ich ihn nicht. Ah, guck mal, das können wir mal zu diesem Typen am Wasserding bringen. Der kann uns das heilig sprechen. Behaupte ich mal. Oben kommen wir, also gehen wir runter. Oh ja, klar. Auch nicht mehr so viel Leben, ne? Links. Ja, da müssen wir wahrscheinlich den anderen Weg von kommen. Also wir müssen jetzt nochmal wieder zurücklaufen, so ein Scheiß. Ein ganz schönes Stückchen zurück noch, ne? Och Mann. Wie hoch. Irgendwas kommt nicht so schnell, dann kommst du noch schneller runter. So, zurücklaufen. So, muss nach rechts, ne? Ja. Ach ja. Das Laufen ist des Müllers Lust. Ach komm schon. Da sind wir. Und da können wir durch und dann geht's wieder runter, okay. Ich habe noch kein Leben, davon ganz ab. Oh, ich dachte, jetzt gehe ich runter und dann kommt nichts. Und dem kommt er. Oh Mann. Ja, müssen wir runter. Frage, wie wir da gut runterkommen.
wieder eine Leiche, mit der man hören kann. Es muss ganz in der Nähe sein. Die Glocke hört nicht auf zu läuten. Selbst in meinen Träumen höre ich sie noch. Meine Hände sind vom Graben schon ganz wund. Es muss ganz in der Nähe sein. Nur noch eine Wunde. Ich kann es hören. Es ist ganz nah. Okay. Oh, guck mal hier. Ah, haben wir zwei von gehabt, ne? Wiederherstellen brauchen wir nicht. So. Perfekt. Perfekt! Jetzt haben wir 6 Buddeln und... Oh, ist doch schon okay. Frage, wo müssen wir jetzt hin? Guck mal, es geht da hinten auch noch durch. Da auch noch nicht. Und da... Okay. So. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Wir müssen da durch. Also hier durch. Oder was? Okay, nach unten geht's auch noch weiter. Er ist die Glockenläuterin. Gut, dann können wir hier durch. Ach Mann. So, hier war, kann man da unten, kann man noch links laufen. Sieht man das? Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Boah. War schon ein bisschen, muss ein bisschen... Muss ein bisschen schnell sein. Das kann ich echt. Ah, da geht's runter, okay. Ah. Aber guck mal, hier waren wir noch nicht, ne? Ne, hier werden wir durch. Ich kann echt da nicht hochkommen. Ich dachte, es gibt vielleicht so einen Doppelsprung. Bestimmt lernt man noch mal irgendwo einen Doppelsprung. Garantiert. Das ist irgendwo was, wo man was lernen kann. Glaubt ihr nicht? Ich glaube schon. Also, ob es ein Doppelsprung ist, ne? Aber. So, hier haben wir eigentlich alles erreicht. Da können wir nicht weiter. Als wir da waren, ging es ja auch nicht weiter. Also müssten wir hier drüber springen können, um diese Tür öffnen zu können. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hoch zu den Olivbäumen, weil das ist der einzige Weg, den wir noch nicht weiter verfolgen konnten. Hier konnten wir nicht weiterkommen. Genau, das ist der einzige Weg, den wir noch hingehen können. Die anderen hatten wir alle schon erforscht hier. Hier auch. Hier ging es auch nicht weiter. Also müssen wir nach oben, zu den Olivbäumen. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.